Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get the Fuck Out. Diesmal mit den Fabi und den Flo. Moin. Okay. Tschüss. Würde ich auch sagen, Fabi. So, kurz für dich. Nein, ich war gerade verwirrt. Unser dritter Mate heute ist Fabi und der hat dieses Game noch legit gar nicht gespielt und wir hatten ja jetzt nur die Aufnahmerunden. Wir hatten nur die zwei Aufnahmerunden. Genau. Also. Ja, aber ich bin die Flashens Challenger, also du siehst, unten in der Leiste deine HP, das sind die 100%. Wenn du Schaden bekommst, du regenerierst nicht. Außer du bist unter 20, dann kommst oben du. Oben rechts 20. Siehst du Woher die Prozent von. Welche Waffe welche ist? Ganz oben rechts siehst oben. Du. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob das die. Ja, du hast auf 2 die Assault Rifle. Auf der 2 hast du immer deine Main-Waffe, auf der 3 hast du deine spezielle Waffe und auf der 4 hast du deine Tool-Waffe. Oder du scrollst einfach mit dem Mausrad nach unten und nach oben. Ja, und auf 1 ist immer Melee. So, wenn du Tab drückst, siehst du die Karte und du kannst auch uns etwas auf Tab zeigen, indem du halt einfach... Du siehst auch unsere Cursor. Das bist du, okay, ja. Und du siehst zum Beispiel jetzt auf der Map rechts oben da etwas Oranges, ne? Ja, ja. Das ist eine Kiste. Und da ist sogar eine Kiste, die man hacken kann. Geh mal ran. Geh mal ran, ja. Du wirst gleich sehen, das Minispiel, was ich dir vorher probiert habe zu erklären. Du musst jetzt E gedrückt halten, um zu interagieren damit, und dann siehst du gleich das Fenster. Ja, du musst immer schießen drücken, also linke Maustaste. Wenn du im roten Bereich bist, mit dem Teil. Perfekt. Da ist jetzt, du siehst da drinnen, du hast da jetzt Tool Refill. Das ist deine Viererwaffe. Da hast du zum Beispiel 66% an also Munition etwa gerade drin. Ich habe das jetzt mal aufgehoben. Du kannst nur immer eine Sache mittragen. Es okay. Gibt HP, also Medipacks, für Munition-Packs und für Tools, also deine Spezialwaffe sozusagen, Packs. Auf Steuerung kannst du sneaken. Da vorne sind zum Beispiel die ersten Gegner. Oder einer nur. Ja, wollen wir einen oder nicht? Wir sind jetzt meistens, denn auf F hast du by the way auch eine Taschenlampe. Und ja, du hörst auch schon die Gegner. Da ist einer, heißt, da ist einer. Sind die One-Hits? Nee. Nee, banal. Schießen ist immer schlecht, weil du hast nur begrenzt Ammo. Erstens darfst du nur ausprobieren. Und zweitens. Da ist jetzt ein Ammo-Pack drin. Das kannst du aufheben, ehrlich, ich habe schon das Tool-Pack. Sollten wir nicht so viel wenn schießen, da das drückst, laut ist. Du das aus. Und du kannst entweder zum Mate hingehen und E gedrückt halten, dann kannst du es auf ihn wirken, oder wenn du weg bist, auf E für dich selber. Das Moody-Pack ist, du hast zum Beispiel rechts oben, zum Beispiel 59% in der Assault-Rifle, jetzt nicht, weil du geschossen hast. Und in deiner Secondary Waffe auch eine gewisse Anzahl an Prozent. Das ist halt circa wie viel Muni du hast. Und wenn du das benutzt, bekommst du 25% an Munition dazu. Ja, muss ich das jetzt auf jeden Fall wissen. Passiert das öfter mal, oder? Ja. Okay. Kann öfter passieren. Kann das sein, damit man in dem Spiel einfach gar nicht sieht? Ja, das ist Yo, der hat mich getroffen mit irgendeinem Bullshit. Ich hab 12 HP verloren. Yo, what the fuck? Es gibt verschiedene Gegner. Es gibt so Art Crawler, die kommen einfach angekrochen. Es gibt Fernkämpfer sozusagen. Ja, und wie regeneriere ich hier Leben? Gar nicht. Du musst Medikit. Also gibt's da keine Base, wo ich recallen kann. Nee. Wenn du unter 20% bist, kommst du wieder auf 20, Emma. Aber sonst musst du Medipacks finden, die in solchen Kisten drinnen sind. Okay. Da wäre noch ein Fog Repeller, Winter, den könntest du mitnehmen. Na, kann ich machen. Beziehungsweise ich werde einfach die Tool Refill jetzt mal einmal für mich verwenden und einmal für dich, Fabi. Du kannst zum Beispiel, das kannst du ausprobieren, deine Viererwaffe, ne? Das ist eine Sentry Gun, mit E gedrückt am Boden setzen. Ah, okay. Mach mal. Das ist jetzt meine, ich habe eine andere wie du. Warte, du siehst gleich den Indikator. In diesen Indikator schießt er, wenn Gegner reinlaufen. Du kannst es mit E wieder aufheben. Das ist ganz praktisch, wenn auf einmal viele auf dich gelaufen kommen und du platzierst die einfach, die hilft dir. Okay, ja, das ist echt chillig. Jetzt musst du halt mal fürs Erste über die Map laufen, Stuff looten, Gegner töten, bis du so gesagt auf mehr triffst, immer mehr und mehr, wie weit du kommst. Zum Beispiel hier bei mir sind jetzt Gegner, die CD. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel mal die Sentry Gun ausprobieren, indem du sie platzierst, sie herlotst und dann schießt die für dich. Ja, aber ich weil du gemeint hast, die, die automatisch erkennen. Gibt. Ich weiß nicht, ob ich die dann... gleich erschießen soll, oder? Und Friendly Fire ist an. Ja. Ach so. Jetzt kannst du das wieder aufheben, die haben es so gesagt. Naja, wie ich wollte es nicht sagen. Oh.
Okay. Ich kann jetzt schon mal sagen, der Revolver ist stark. Ganz gut, ja. Hat aber nicht so viel Muni. Ja, ich habe auch eine Sniper, nur 6 Schuss zum Beispiel. Die hebe ich mal für schwere Gegner auf, die was mehr aushalten als nur ein paar Schüsse. Und das hätte ich schon gerne mal mitnehmen. Ich glaube, du hast die mitgenommen. Da steht Hacklock, sollen wir da was machen? Ja, oder? Das ist eine Tür, die kannst du aufmachen, damit du kannst so du gesagt hacken. den ganzen Bereich aufmachst. Das ist ganz praktisch, falls Wollen du wir das davonlaufen machen? musst. Ja, wenn du davonlaufen musst vor Gegner, weil es zu viele sind, ist ganz praktisch, wenn du überall hinkommst. Ja, das Ding ist auch, Ja. es kann praktisch sein, wenn die Tür noch zu ist, da die Gegner die erst nach und nach selbst aufschlagen können. Aber wie ist das mit der Lautstärke wegen Schießen und Laufen? Ist das besser, wenn ich sneak oder? Ja, wenn du sneakst, hören sie dich erst später sozusagen, ja. Okay. Also wenn du in Melee Also gehst, immer schön immer reinlaufen. sneaken. Ja. Perfekt. Wenn du in Melee gehst, Oh, wir sind wieder im sneaken, Spawn Room. Wir sind wieder im beziehungsweise. Spawn Room, wir Ja, können das jetzt weiß wieder. ich. Du siehst zum Beispiel auf der Map eh, wir sind gerade Richtung Spawn Room gelaufen. Das bringt halt nichts, aber alles aufzumachen ist halt schon ganz nützlich. Das erste Mal, dass ich beim Hacken verkackt habe. Schwach, schwach. Und eh, du laufst über die ganze Map, siehst zum Beispiel dann eh überall so die orangenen Kasten immer aufmachen, dass einfach Stuff drin, der etwas Den man bringt. brauchen kann. Ich werde auch jetzt, ich habe 3 Medipacks mitgenommen, die habe ich gerade gefunden. Medipacks bringen immer 20% HP zurück. Da gehen wir Und mal so weiter. gesagt, Fabi, geh mal auf die Map. Ja. Du siehst zum Beispiel, wir haben jetzt eigentlich den ganzen Bereich hier aufgedeckt. Und diese Tür ist der erste Bereich, sag ich Richtige mal, Bereich so wo es Tür. dann richtig losgeht. Unsere Mission Das ist nämlich hier 6. ist noch Tutorial quasi, das hier Ja. vorne. Unser Ziel ist es sozusagen, in solchen Boxen 6 Discs zu finden. Okay. Wenn wir das Hard-Drives. geschafft haben, müssen wir wieder rauskommen. Genau. Und also ist das jetzt nur ein Run oder wird das irgendwie Das ist. gespeichert? Nein, das ist ein Run. Wenn du stirbst, musst du von neu anfangen. Genau. Ah, okay. Auf Kopf schießen bringt doch immer mehr. Oder einfach Kopf einschlagen. Ja, Melee ist meistens, glaube ich, relativ one bis two hits so. Wenn man es Aber Melee aufgeladen ist hat, halt auf auch, jeden du begibst dich in Fall. Gefahr, dass er dich hittet, ne? So, muss hier noch so. Nee, ich Wie glaube. viel Damage machen die Gegner so? Ja, so von 10 bis 20, 30%. Das kommt davon, welcher. Es gibt verschiedene. Größere Also. machen automatisch mehr Schaden. Aber wir haben auch eigentlich bis jetzt genau 3 Runs gespielt und haben eigentlich relativ alles gecheckt, relativ schnell, weil es ist jetzt nicht so umfangreich. Aber trotzdem, das Spiel selbst ist ziemlich schwer, was das Stuff angeht, was du machen kannst. Aua. Boah, Okay. man sieht ja fast gar nichts. Das Das ist ja das ist der an dem Spiel. Rauch. Zum Beispiel, Winter, du hast ja auch einen Fog Remove aufgenommen. Der Alter. nimmt, der saugt den Nebel in 20, 30 Meter Umgebung auf. Aber es gibt auch noch viele Gebiete, da gibt es keinen Nebel. Zum So Beispiel wie hier, hier. Fabi. Hier ist wieder eine Kiste, die kannst du aufmachen. Da ist wieder so ein Nebelentferner drin, sage ich mal. Okay. Ah, ich Aber du habe die hast die erste Hard Emo-Packs mit, Drive. also würde ich die Emo-Packs mitnehmen, die bringen eigentlich mehr. Und zum Beispiel, Winter hat jetzt gerade eine Disk gefunden, die wir brauchen, in diesem Kasten. Wir müssen alle 6 finden. Also es kann sein, damit wir hier durchlaufen und einen übersehen, oder wie? Ja, und dann musst du halt Ja, einfach deswegen durchgehen hat, und. kann man ja auf der Karte schauen, ob noch irgendwelche Kisten nicht aufgeschlossen sind. Das sind dann immer die orangenen Kasten auf der Map. Ach so. Ah, Kann auch, und dass wenn bei die mir gleich so Gegner sind, weil durchgestrichen ich habe. sind, dann ist es immer Ja, bei mir offen. Gegner, bei mir Gegner. Okay. Sleeper oder was? Habt ihr einen? Bei mir ist auch nur einer gewesen. Okay, ich schau mal um die Ecke. Da ist hinten noch einer bei mir. Das sehe ich auch Aha. Soll ich gerade. da mal mein Geschütz aufstellen? Jo. Also wenn er herkommt, auf jeden Fall. Ja, er kommt. Ich habe noch eine Hard Drive gefunden. Schönes Ding. Da ist ein großer, großer, großer. Die sind ziemlich Groß. tanky, machen gut Schaden. Deinen großen immer die Main-Waffe benutzen. Okay, zu dritt ist es gleich so viel leichter. Ja, stimmt. Zu zweit war es schon echt stressig. Aber Sentry kann die immer Monster aufnehmen. an sich kann man nicht looten oder so. Nee, Nee, die droppen nichts. Es gibt nur leider. wirklich die orangenen Lootboxen, die wirklich Stuff geben, das war's so. Okay. Und zum Beispiel hier, Fabi, wenn du herkommst zu mir nachher. Ja, warte kurz. Hier ist eine Bist du? Tür. Da brauchst du aber einen bestimmten Key, den bekommst du später.
Und für den Key musst du etwas aktivieren und dann kommen so locker 10, 12 Gegner. Das wird dann erstmal richtig stressig. So, ich habe jetzt auch Okay, ein gut. Medipack dabei. Ja, hier zum Beispiel die Tür, die müssen wir jetzt dann triggern. Hier sind, by the way, Gegner. Ah, nicht Mehrere, wenige. ne? Ich werde den rechten gleich wegsnipen. Der rechte ist tot. Man muss schauen, dass man auf den Kopf schießt. Alter, geh mal weg, ich kann hier mein Geschütz gar nicht platzieren. Lol, hört das? Ah, ich muss nachladen. Ja, der ist durchgerusht. Ja, übrigens, wenn die Sch beim Schuss angezeigt wird, so orange, dann ist ein kritischer Hit beim Gegner. Fabi, du könntest zum Beispiel jetzt die Emo-Box rausholen. Auf 5, glaube ich, ist die. Du könntest mir Ja. jetzt herkommen zu mir. Herkommen zu Wie viel mir. Leben Ins habt Gesicht ihr? stellen. Nee, das ist drunter. Ich bin hinter Also dir. kannst du eh drüber. In mein Gesicht stellen und dann auf mich gedrückt E halten. Siehst du, da steht mein Name und E drücken. Ja, habe ich gerade Du hast mir gemacht. jetzt Muni gegeben, weil ich hatte in meiner Hauptwaffe kaum noch Muni. Und jetzt habe ich auch in Okay. meiner Sniper wieder mehr Schüsse. Das ist halt immer. Es ist ziemlich viel Absprache auch in dem Game so. Okay. So, hier haben wir den nächsten Scan. Da Also du kommen auch verstehst den Gegner. Competitive Aspect in dem Game, ne? Ja, aber ich meine, ihr wisst sowieso, damit ich den Shooter komplett los bin. Ja. Also ich bin, jetzt werden dann gleich richtig viele kommen. Jetzt kommen so richtig viele Gegner. So, jetzt müssen wir das, diese Felder, die gespawnt sind, alle einnehmen. Von oben, oben, oben. Da ist auch ein Felder Ja, wieder. sollen ruhig runterspringen. Neben uns auch gleich. Ja, nicht nur neben uns. Boden. Da ist ein dicker. Ja, das sind große Gegner. Fette ist tot. Oh, ich habe meine Mainwaffe, ich will bald keine Muni mehr. Lol, war noch einer. Ah, wie viel Leben habt ihr hier? 35. Aua. Ich habe 78. Okay, ich Ich kann. habe aber noch zwei Medipacks. Na, ich habe auch noch zwei, deswegen. Wo ist denn da wer? Ich sehe gar Da im nicht. Schatten sieht man kaum, der Hund. Nervt. Ja, das verdammten Crawler. Sitzen einfach nur Der am oben ist tot, oben ist tot. Umschießen. Ja. Einer von denen. Ja, jetzt bleibt doch mal stehen. Ja, oben. Ah, ich habe mal zu den Geschützen gelockt. Wie lange lebt denn der noch? Hab ihn, was? Hab ihn. Passt. So, da oben ist jetzt der Key, wenn man rausgeht. Nee, also da braucht man noch den Key. Okay, Ja, da okay. brauchen wir noch den Key. Mann, ich habe noch Ja. eine Box, also ein Ding gefunden. Schaut dann. Wo ein Emo-Pack drin ist. Ich werde Okay. jetzt. Wie viel habe ich? Ich habe das, ich habe 25, ich habe noch 2 Medipacks. Ich habe Ich habe 74. 70. 40, okay, dann nehme ich beide. Ja, Wie viel hast gibt ein du die Medipack? 25? Munition? Ich 20, bräuchte 20. Munition. Ach Ich so, habe also hier gar 102 nichts. Munitionspacks gefunden. Ich werde eins auf mich und eins auf dich. Okay. Endlich wieder ein bisschen mehr Munition. Und wie ist es eigentlich, wenn einer von uns stirbt? Kann man Kann ihn man wiederbeleben? wiederbeleben, ja. Man kommt Ja, aber muss mit man 20 wahrscheinlich HP auf. irgendwas gedrückt halten, oder? Ja, E einfach gedrückt hingehen, halten. gedrückt. E ist die Interaktionstaste für alles so. Fabian, wenn du kurz herkommst. Zehn Ja. aufgehoben. Du siehst zum Beispiel hier, das ist ein normales Tor, das du aufmachen kannst, aber da ist ein Schloss davor. Einfach die Mili-Waffe nehmen, komplett aufladen mit Linksklick und Okay. draufhauen. Mach mal. Ich habe jetzt von der Genau. Und dann mit E einfach hauen. C-Spezialwaffe, also C-Form Spezialwaffe, die Das Gegner Granaten hat mir eins gefunden. gegeben, ich setze mal jetzt immer Also relativ Gegner. viel. Musst du noch nicht triggern, wir können einfach noch warten. Du kannst noch warten und. Ja, ich wollte nur sagen, damit dein Gegner ist. Ja, ich habe man eigentlich eh relativ bald durch die Tür, wenn man dran steht. Ich habe noch 3 Medipacks gefunden. Okay. Nice. Ich habe eh die wenigsten. Ihr zwei seid ja beide auf 70. Ich würde jetzt mir eins Ja. geben, damit ich auch auf Ja, nimm über ruhig. 70 bin. Und würde die anderen zweimal Ich bin sowieso aufwarten. useless.
Ne, du hast, solange du Munition hast, bist du nicht useless. True. Stimmt. Ich höre wieder Steps. Aber es ist, glaube ich, bei der einen Tür, die du vorher aufgemacht hast. Ja. Hey, wo seid ihr? Du Kannst kannst du auf erst einmal. Tab drücken und sehen, wo wir sind. Ich suche hier gerade noch alles ab auf Kisten. Ah. Aber eigentlich hätten wir Aber die wir schon können jetzt, wir gefunden. müssen eigentlich hier da raufgehen, wo ich jetzt gerade auf der Map zeichne. Ja. Da müssen wir jetzt rauf. Da, wo du vorher die Tür aufgemacht hast, wo der Gegner war. Wir können jetzt zum Beispiel, Fabi, komm her. Wir können hier beide unsere Geschütze platzieren und dann die Gegner herlocken sozusagen. Mitte, du hast ein Toolpack, oder? Nee, ich habe kein Toolpack. Ich habe Medikit. Ja, ist natürlich gelaufen. Mein Geschütz hat nicht mehr so viel Muni. Tot. Zum Beispiel, falls du siehst auf dem Display von deinem Gerät, wie viele Schüsse es noch hat. Eins hat 178. Da kommt noch ein Noch mehr Gegner. Gegner. Ah, ja. Oben, oben, Ja, oben. oben, 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 oben. Ich versuche, Die. dass ich raufgehe, Mili. Das Problem ist, dass die Das sind alle schießen. ranged. Du musst immer schön den Schlag aufladen, wenn du Melee gehst. Also ich normal gegenseitig eigentlich schon Melee mache. Wenn sie es Kann anbietet, vor allem bei man. den Range-Typen, die brauchst du nur kalten, die treffen dich sonst nicht so oft. Ja, Ich habe noch zwei stimmt. Ammo-Packs gefunden. Ich werde mal eins auf mich benutzen, weil ich habe nicht mehr wirklich so viel. Ich habe den Key, den wir brauchen. Okay, dann wird es richtig hässlich, weil dann kommt auch wieder eine Ja, fette da Welle an Gegnern. kommen wirklich sehr viele Gegner. Wie sieht's denn gerade aus bei euch mit Lehen? 56, Winter du 90, Fabi 74. Siehst du nur das? Tab, rechts. Siehst du alle Stats? Ah, Ja, stimmt. kein Eis. Ja, dann heile ich dich mal. Ich hab selber noch, nein, ich habe Ammo Packs, ne, Moment. Na, deswegen. Und die wenigsten Gibt's hier Schüsse sind. Fallschaden oder so? Ja, wenn ich würde dir noch ein Ammo Pack geben, du hast die wenigste Muni von uns. Ja. So. Gehen wir mal zurück. Ich habe hier gerade noch eine Tür aufgemacht, keine Ahnung, was die macht. Ja, geht zurück. Da sind auch Gegner hinter. Ne, warte mal, da gehen wir nur zurück, wo wir hier hin müssen. Ja. Nevermind, nevermind, hat nie was gesagt. Ah, hier ist noch ein Ding. Hier ist noch ein Hard Drive. Hätten wir fast Die übersehen. 3 von 6 haben wir. Ja, sind schon mal genauso weit wie beim letzten Aber Mal. wo wir den Key jetzt benutzen müssen, was wir gerade gefunden haben, da sind Oben. wir jetzt erstmal gestorben. Ich platziere mal ein paar Das. Minen. Warte mal, wo Kann ich da mussten wir denn das raufmachen? platzieren? Oben, oder? Ja, Ja, Fabi, musst du oben. jetzt hier raufgehen? Hier? Bei mir? Da oben müssen wir dann eine Key reinmachen und dann kommen wieder eine Wave an Gegner. Ja, deswegen platziere ich schon mal ein paar Minen. Da müssen wir jetzt den Key dann reinhauen. Und dann werden sie wahrscheinlich von allen Seiten kommen, auch von unten. Jetzt ist es wieder so eine Zeit, wo du deine Sentry Gun benutzt. Hi, hier. Da bei mir müssen wir reingehen. Hier ist der leichtere Modus, Fabi. Da, wo wir stehen, ist es der normale Modus, sag ich mal, und der andere Modus, das ist der schwere Modus. Ach so, man kann sich dann aussuchen pro Sequenz, wie schwer das man machen will oder so. Zumindest bei Ja, dem, ja. scheinbar zumindest. Eigentlich gehört eine Sentry Gun hier unten noch, weil da eine Tür ist. Ach so, Wenn ja, ihr ich kann kommen gehen. überhaupt Gegner? Nee, Moment. War das nicht, als wir Wir unten waren? müssen, wir haben jetzt das eine bekommen, damit wir die eine Tür aufmachen da hinten, ne? Naja, ich glaube, da war erst, dass die Gegner gekommen sind. Ja, true, true. Aber Was ich machen weiß wir nicht jetzt? mehr, von wo Wir die. müssen noch zu einer Tür, die auf der Map eingezeichnet ist, die da. Das ist dann jetzt, wo es dann richtig abgeht. Die hier Moment, müssen wir jetzt aufmachen. Moment, bevor ihr aufmacht, platziere ich meine Minen. Ja. In die Richtung. Da, wo wir sind, da wirfen wir gleich den Key rein. Und da kommt wieder eine schöne Wave von Gegner. Glaub Da mir. kommen sehr viele Gegner. Das hätte ich gerne aufstellen. Die ist einfach nur nett und hilft. Platziere mal so viele Minen wie möglich. Passt. Jo, ich bin Gucci. Dann aktiviere ich mal die Tür. Klar, dann müssen wir jetzt wieder im Kreis stehen. Jo.
ich Angst habe, haben sie gefragt. Da hört man schon Steps. Tja, irgendwas explodiert. Okay, wir müssen wieder so Punkte einnehmen, ne? Ah, ich seh's gerade. Holy shit. Nur leichter gesagt als getan. Down. Ich glaube, meine Minen sind zu hoch platziert. Holy shit, Alter, wie viele Leute sind da? Sehr viele. Ich glaube, meine Minen sind ein bisschen zu hoch. Das Ding ist, wir müssen ja jetzt diese Scans wieder aktivieren, damit der Alarm ausgeht. Ich glaube, solange der Alarm an ist, kommen Gegner. Ja, das ist eben das Problem. Ich versuche dich mal zu retten. Nee, Gegner hinter mir. Halt direkt bei in dir hängen. Ah, ich hab auch nicht mehr so viel Leben. Ah, ich bin auch down. Ja, ich auch gleich. Ich bin auch gerade irgendwie hinter der Wand. Ja, das ist das Game. Genau. Ah, chillig. Also, du verstehst jetzt, warum wir meinen, dieses Game ist jetzt nicht so easy. Ja, schon klar. So. Allerdings werde ich ein paar an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nichts mehr soll, könnt ihr auch gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei GTFO mit den Jungs. Ciao.